Bei der Reparatur dieser Delle habe ich mir ein Ziel gesetzt, ohne Abrüstarbeiten diese Delle zu reparieren. Aluminiumbauteil, Delle in der Kante. Wenn du die Scheibe runterfährst, du siehst ja, der Bogen, der geht ja hier runter und verschwindet in der Tür. Und dieser Bereich hier, auch wo Delle drin ist und wo auch mein Hebel geführt ist, ist komplett frei von der Scheibe. Aber trotzdem musst du aufpassen, wenn du da drin arbeitest, dass der Hebel nicht ausrutscht und aus Versehen dann auf die Kante der Scheibe trifft. Weil die Scheibe ist dann sofort hin und du hast einen Schaden von 600 Euro. Also nicht nachmachen bitte, lieber bei solchen Dellen Türverkleidung abnehmen, Tür abnehmen, da wird es viel, viel schneller und viel, viel einfacher sein. Mit dem kurzen Hebel hast du direkten Zugang zur Delle und kannst die Delle schön rausmessen. So, vielen Dank und dann bis zum nächsten Video. So, und das Ganze jetzt nochmal etwas ruhiger und für die, die wirklich ganz genau ins Detail alles wissen wollen. Also wenn wir in den Türen Dellen reparieren, dann ist es ja wichtig zu wissen, aus welchem Bauteil oder aus welchem Werkstoff besteht die Tür, Aluminium oder Blech. Bei Aluminium greife ich dann sofort zu den Spitzenhebeln und beim Blech kann ich auch mit normalen Hebel arbeiten. Ja? Dann Scheibe ist ein ganz wichtiger Faktor, also ist es eine Doppelverglasung oder ist es einfache Verglasung. Bei einfachen wissen wir, können wir ja Druck auf die Kante ausüben, die wird nicht brechen. Aber bei einer Doppelverglasung ist es, die ist sofort kaputt. Ja? Und da gilt es, diesen Rand der Scheibe zu schützen. Oder, so wie ich das mache, ich gehe raus, gucke mir das mit dem Kunden an. Und wenn ich eine Doppelverglasung sehe, dann sage ich, okay, ich muss hier die Türverkleidung abbauen und im schlimmsten Fall auch dann das Modul mit der Scheibe zusammen. Hier mit so einem Blech. Ja, also Schutzschild aus Blech kann man natürlich auch in solchen Fällen die Scheibe reparieren, weil wenn du auf die Fläche die Scheibe beanspruchst, da passiert dann nicht viel, das ist klar. Aber Fakt ist einfach, dass wir bei der Arbeit ausrutschen können. Also da ist ja die Gefahr sehr groß, gerade bei so einer Delle. Hier Aluminiumbauteil, Doppelverglasung, ja, und so weit weg auch noch. Ja. Das heißt, ich musste ja meinen Hebel nicht so führen nach unten, sondern den führte ich schräg rein, das heißt die Führung in der Schräge und dann auch noch so weit weg von der Delle ist natürlich sehr ja, mit Konzentrationsfähigkeit verbunden. Ja? Kleine Unkonzentration und schon landet der Hebel, versetzt sich der Hebel und drückt auf die Kante der Scheibe und dann ist es kaputt. Für die, die noch nicht so viel Erfahrung haben, in Zukunft bei solchen Dellen Finger weglassen oder einfach alles zerlegen. Weil wenn die Tür ausgebaut ist, auf dem Bock liegt, die Scheibe ist hier raus und dann kannst du in den Scheibenschacht rein mit schönem kurzen direkten Hebel und kannst so eine Delle rausmassieren. Und bei Aluminium ganz viel Wärme. Und dann geht auch Aluminium schön zum Rückverformen. So, und hier vielen Dank nochmal. Liken nicht vergessen. Ja, das Video zu liken ist sehr, sehr wichtig. Kanal abonnieren und auch meine Videos teilen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video.